Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Dishonored. Ja, wir haben im letzten Part erfolgreich Sokolov hierher gebracht, um kleine Sexspielchen zu haben. Boah, nein, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr. Was, warum, wieso, weshalb. Ich will ausruhen. Ich wollte zwar Emily noch gute Nacht sagen, aber ich weiß einfach nicht, wo sie ist. Ja, Dave, da ist da und da. Maul. Nein. Aber ich hab... Corvo, aufwachen. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Klar. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Natürlich, ist doch kein Problem. Was leckt das denn jetzt? So. Das ist immer, wenn ich irgendwie Aufnahme beende und dann wieder... Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher. Das riecht mich gerade auf, dass es so ein bisschen leckt. Der Einsetzungsball wird ohne Verzögerung... Ist bla, ist schon gut. Ich mache mir ja ganz kurz eine Aufnahmepause und ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Jetzt dürfte alles wieder laufen. Hoffe ich mal zumindest. Ich habe nichts gesagt. Keine Ahnung, warum das mal so und mal so ist. Absolut keine Ahnung. So. Einkaufen waren wir ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Hoffentlich kooperiert Sokolov. Ich hoffe, er würde noch einmal mein Porträt malen. Dann nur mich. Dann nur mich. Oh, ich bin heute gar nicht eingebildet. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral? Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt. Der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt. Und wir wollen Ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, dann muss ich die Ratten holen, oder wie sieht's aus? Na, einfach mal durchlangen. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Sie. Nö, wenn dann nur Ratten. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp, aufhören. Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Ach, aha. Verpflichtet Danbo als größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt. Und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Beul es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo? Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Wir sind fast am Ziel, Corvo.
Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lord Regenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihn günstige Winde wehen. Doch, dankeschön. So, und jetzt zu dir. Wie war das, Willenskraft? Legendär? Am Arsch. Ich schwöre, ich habe ihr Gesicht nie gesehen. Aber ich bürge dafür, dass ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs. Ach, auf einmal, oder was? Du, ich kann auch, kann ich nicht? Schade. Ich wollte gerade lossitzen. Passiert was? Nein, schade, ich dachte schon. Wer hat die Angie freigelassen? Mann, no, ich will auch. Ach, ich darf aber auch gar nichts hier. Huch! Wie ich höre, sind sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Wieso? Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Bin ich dein Postbote? Alles muss man ja selber machen, meine Fresse. Na gut. Wollen wir nicht meckern. Los geht's. Vielleicht der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Natürlich. Komische Maske. Aber nun gut. Wechseln in den Schleichmodus zum Zurückrutschen. Okay. Savin, bist du da? Meine Güte, der Lord Regent legt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Was für Teile? Wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Ach, diese Teile da. Autsch. Da spielt er regelrecht Fußball mit denen. Wie eliminiere ich denn so eine Scheiße jetzt? Falscher Steg. Ja, definitiv. Falscher Steg. Kannst du mal darüber fahren? Darüber da. Ach, dann eben nicht. Wieso schafft er mich hier hin? Hier ist er nichts. Gut, ich könnte hier hoch. Vielleicht da hoch. Und dann so. So. Fällt gar nicht auf. Alter. Die Dinger sehen mich. Nein. Ich werde bloß die Maskenball mehr nicht. Ja, ganz große Klasse, ganz groß. Ich bin da mal weg. Alter. Tolle Begrüßung ist. Da will man einfach mal zum Maskenball und wird hier fast umgeniedet. Tolle Überraschung. Ja, schön. Ich bin eingeladen. Also, ich habe mich jedenfalls selbst eingeladen. Au, blöde Ratte. Was ist denn... Au, ah, nein, nicht Ratte. Fisch. Ich weiß, dass du hier bist. Also, wenn ich hier wirklich aufräumen muss, dann... Weiner. Ja gut, die kenne ich, der Weiner.
Ja, mach du nur. Weiner. Ja gut, gegen die Weiner können sie ja machen. Ja, freut mich. Einfach schnell weg hier. Das ist doch kreuzgefährlich hier. So war das, genau. So. Versuche unterzutauschen. Ja, ich tu so, als wäre gar nichts. Wart ihr je im Inneren? Noch nie. Ich schon. Letztes Jahr veranstaltet. Oh nein! Meine Einladung. Matty, jagen Sie ihr nicht hinterher. Sie wissen nicht, was in diesen Gebäuden ist. Kein Ort ist mehr sicher. Ich verstehe nicht, was aus dieser Stadt geworden ist. Ha! So läuft das also. Ach, wie geil ist das denn? Wunderschönen guten Morgen. Uns bleibt wohl keine Wahl, als mitzuspielen. Das wird brillant. Das wird sicher unfassbar langweilig. Immer hier entlang, Sir. Solltet ihr besser nach Hause gehen. Immer hier entlang, Sir. Harold ist stolz. Du bist lustig. Ihr stolz darauf seid, umgänglich zu sein. Emma bestand darauf, uns vor dem Eingang zu treffen. Ich werde mir von der Warterei noch die Seuche holen und sterben. Das würde ihr sicher gefallen. Warum wartet ihr nicht hier wie ein echter... Wie sehen die denn aus? ...hier hineingehen und uns über Emmas Stil lustig machen. Welchen Stil? Ich bin schließlich kein Gentleman. Was für eine Maske. Kranker Typ. Tja, hat nicht jeder neidisch? Schon wieder so ein Spiel. Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Wie auf den Steckbriefen. du hast da Geld. Also ich, wie kann ich denn da... Ach man, ich kann da nicht mal was stehlen. So. Sieht also genauso aus wie auf den Steckbriefen. Dankeschön. Ja, dankeschön. Ich will mich hier nur ganz schnell umschauen. Könnte es in die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Was? Was? Das ist doch geil. Das ist eine geile Maske. Okay, Entschuldigung. Da, bitteschön. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Klar, doch, das ist... muss ich jetzt noch was machen? Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung. Schauen wir, was Sie können. Was denn? Hiermit sei kundgetan, dass Lord Pendletons Vertreter eine Pistole benutzt. Wir können fortfahren. Das Duell. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen mir, Lord. Wir fahren fort. What? Halt. Bleiben Sie da stehen. Ja, wo sonst? 3, 2, 1. War ja einfach. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Und vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Okay, ja gut. Das war so verlangt. So. Schön Aprikosentürtchen essen und los geht das. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich.
Warum wollen die sich treffen? Ist wohl das Beste, wenn sie hineingehen. Wieso zum Teufel wollen die? Ja, ja, genau, danke schön. Wieso wollen die denn auf dem Whisky und Zigarren treffen? Was läuft denn hier Feines? Wollen Sie bei dem Spiel der Boyles mitspielen? Wie ich höre, ist das gesamte Obergeschoss tabu. Zu viele Gäste haben dort Wertgegenstände entwendet. Dankeschön für die Nachricht. Hallo, die Boyles wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Ach, Dankeschön. Erlauben Sie. Natürlich. Haha, schön Party machen. Wo ist der Alkohol? Wo sind die Nutten? Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung. Na klar. Nicht, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst. Ich meinte doch nicht. Kovo. Klar, schreib noch Ko. Aber ich glaube, sie sind verzweifelt. Und die Boyles schwimmen derzeit. Kovo Atono. Nee, Atano. Schreib dich halt noch da ein, klar, mit dem richtigen Namen. Ist schon so richtig. Ey, was für ein Foto? Was bist denn du dann? Oh, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier Feines? Kann man ja nicht irgendwie... Nein! Was habe ich denn gemacht? Sorry Leute, aber ich will hier nochmal laden. Das war die falsche Taste. Ich wollte mich hinknien. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen. So. Gästeliste, okay, hier ist niemand. Ich trage mich einfach mal wieder ein. Manieren beibringen soll. Diese Feier ist ein Witz. Entschuldigung, es ist... Ich wollte das hier machen. Ah. So, was ist hier los? Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt. Keine Ahnung, wird ihre Besessenheit mit diesen Boy-Frauen... Was bist du? Dankeschön. Sie sollten die Feier am besten im Erdgeschoss genießen. Und warum nicht oben? Das sieht doch bestimmt toll aus. Also, das ist schon cool gemacht hier mit den ganzen Konfetti und guten Abend. Und guten Abend. Willkommen im Haus Boyle. Dankeschön. So, was bist du für eine Fratze? Amüsieren Sie sich? Ja, ja, klar, der ist. Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört die Boyles bei meinem Ganzen. Das ist so scheiße. Was bin ich hier? Greifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts vermissen. Ach so, und wenn das so ist, dann nehme ich alles mit. So, die sind eh reich. Kann man alles mitnehmen. Diese Masken. Yay, Konfetti. Vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor Ihnen, die Lehrerin. Nein. Auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Das Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen die Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns. Ach, ein Hase, ne? Ja. Jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Weinbrunnen. Oh, Ach. Ja, noch ein Drink. Ich kipp mich jetzt zu hier. Aber geiler macht dieser Brunnen. So was will ich auch haben. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer
anderen stattgefunden wurde. So, gib mal jetzt die Birne zu hier. So. Ach, da war auf einmal das Glas wieder da. So, so das trinken. Ach, gute Speise. Noch das im Grün. Das ist ein reines Fest hier. Blutwest. Ich schau hier alles weg. Vorsichtig, Sir. Sie wollen doch keinen Ärger machen. Nee, ich bin nur betrunken. Geh mal weg. Was? Ist doch gut, ich will bloß mal. Darf ich hier runter? Ist Blut. Bestimmt jemand seine Tage. Ach, die Küche bestimmt. Ach, schau mal an. Hoppala. Alle schön rinfressen. Eieieiei. Darf ich hier sein? Ich glaub schon. Was gibt's denn da zu husten, bitteschön? Geld. Ja, das kann man schon so gelten lassen. Fress euch alles ja weg. Rum. Ich glaube, wenn ich raus bin, bin ich fett gefressen wie eine Kugel, ey. Klar, ist alles so in Ordnung. Ach nein, ich muss ja wieder. Ich darf also nicht hier oben sein? Wen juckt's? Ja, schade. Da geht's nach draußen. Ein Riesenbett. Oh. Ach, schau mal, Kick. Ich trinke einfach mal alles. Was haben wir hier Feines? Mir irgendwo noch was? Truhe. Ja, ein schönes Bad nehmen. Ja, komm, jetzt müsste sich das aber füllen. So, das ist bestimmt deswegen, weil die Wache da draußen ist. Oder auch nicht. Cool. Gefüllt mit nichts. Eieieiei. Das ist doch schon mal sehr gut. So, wo ist die Wache? Ist hier irgendwo. Ich muss nur aufpassen, dass da mich nicht erwischt irgendwo. So, mehr ist hier nicht. Oh ne, Schlafzimmer. Ja. So. Wie kriege ich den jetzt weg? Gar nicht, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Gut, soll mich jetzt nicht interessieren. Ach. Krass. Der schnickt die begeistert. So. Das Problem wird jetzt nur sein, wie komme ich jetzt wieder zurück? Nach unten. Ach so, rutscht man. Ah, okay. Das wird jetzt ein riesiges Problem werden.
Weil der wird mich jetzt bestimmt nicht rauslassen. Ja, gehen wir wieder zurück. Dann springe ich nach unten. Hoffe, dass mich keiner sieht. Ich gehe wieder zurück. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich gehe wieder zurück. Ach, was? Ich war doch... Dass sie das nicht mitgekriegt haben, ist ein Wunder. Gut, soll mir egal sein. Ich mache hier eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns im nächsten Part von Dissonat. Bis dahin.